Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal was anderes, bisschen was anderes vorstellen, und zwar das neue DLC 3, das rauskommt für WW2, und das Map Pack heißt United Front. Wie ihr das sehen könnt, ihr müsst auf die Trophäen gehen, Call of Duty WW2, und ganz unten seht ihr jetzt United Front. Das ist das neue Map Pack, das rauskommt, und natürlich beinhaltet dieses neue Map Pack auch wieder eine Zombie Map, und die nennt man The Tortured Path. Wie man sieht, sind die Trophäen schon alle online, leider noch nicht die neuen Charakter, sonst würde man schon sehen, wie viele Charakter man wieder freischalten kann. Aber ich glaube, es gibt sicher 3 oder 4 neue Charakter, die man sicher wieder freischalten kann. Was jetzt noch alles neu ist, ist, man sieht natürlich auch schon, wie das Easter Egg schon ein bisschen ablaufen wird, weil es heißt ja da schon seekrank und so. Das heißt, es wird sicher wieder so etwas sein wie The Call of the Dead. Weil da ist es ja auch so vom Ursprung her so mit eisernem Wetter und das Boot und ein bisschen ein Sturm kommt auch zwischendurch auf. Wenn der George Romero da kommt, kommt ja auch so ein Sturm. Das beinhaltet auch wieder diese neuen Challenges da, wo man machen muss, die neuen Trophäen, wie zum Beispiel Seekrank jenseits der Tiefe. Das kann sein, dass man so 3 spezielle Easter Eggs machen muss, bevor man zum Bossfight kommt. Da gibt es ja noch mehr Trophäen, zum Beispiel wieder bis Weihnachten bin ich zu Hause, oder einfach so ganz viele Challenges, die man machen muss. Wie man sieht, ist jetzt, wir haben gerade erst angefangen, auch eine Challenge. Oder besser gesagt eine Trophäe, und da steht, entkommen Sie in The Tortured Path aus dem Sturm. Das kann sein, dass man wirklich so ein paar Easter Eggs machen muss, bis man da hinkommt zum Bosskampf. Da steht auch noch 25 verbesserte Teile. Ich glaube, das gibt wieder so wie Katapulte oder so, wo man selber bauen kann und wieder selber hinsetzen kann. Oder, dass man so spezielle Schilder wie bei Black Ops 3 bauen kann, dass man wieder ein Schild dabei hat. Das ist natürlich alles nur spekuliert. Ich hoffe, es kommt natürlich so etwas wieder dazu. Und die letzte Trophäe ist noch, besiegen Sie den Wächter von The Tortured Path alleine. Das wird sicher wieder eine Challenge sein. Und das wird auch sicher der Endgegner sein. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da, und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. I know that you like it like that. I wait designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a